Tag, Kollegen, euer Görki am Start. Ich komme gerade vom Training, sitze hier gerade so ganz relaxed in meinem Komfort. Chefsessel an meinem Arbeitsplatz, am Computer natürlich. Hab mir ein paar Sommerröllchen gerade gegönnt nach einem Brustworkout. Ja, ging ganz gut. Morgen steht dann an, wieder Görki Uncut, Pull Day. Ja, ich hoffe, das wird ganz lustig. Und gerade gönne ich mir hier nochmal so ein bisschen Corny Crunch, Hafer-Honig. Ist ganz lecker, so ein kleiner Brocken, guck mal hier. Beziehungsweise war schon größer. Ja, ein bisschen fettig, aber ist echt lecker. Man zittert noch ein bisschen die Hand nach dem Training, kennt ihr das? Als ob man Alzheimer hat, wenn man dann so zittert noch irgendwo sitzt nach dem Training direkt. Ich warte eigentlich so ein bisschen auf Bundesliga, das geht ja gleich wieder los. Ich glaube Wolfsburg, Bayern oder umgekehrt, weiß nicht, wer Heimrecht hat. Und in dem Zeitraum sitze ich hier nochmal gerade dran an meinem Anamnesebogen, Fragebogen, schaut mal. Das ist für mein Online-Coaching, was ich mache. Ich versuche das stetig zu verbessern. Also sprich, hier diese ganzen freien Flächen sind sozusagen Fragen, wo der Kunde dann sozusagen seine ganzen Daten reinhaut, dass ich so individuell wie möglich wirklich auf Krankheitsbilder, Allergien, was haben wir hier noch, alles Mögliche eingehen kann, damit dieser Plan wirklich auch sehr, sehr individuell geht. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man, finde ich, beim Online-Coaching, wenn jemand schon viel Geld bezahlt, auch dann wirklich was bekommt, was Sinn macht. Und nicht in Quatsch, wo man auch wirklich drauf eingeht. Da sitze ich noch ein bisschen dran und will das ein bisschen verbessern. Wenn jemand echt Interesse hat, ich weiß, es ist ein bisschen kommerziell, der kann einfach auf meine Homepage gehen, görki.de, und dann findet er halt diese Angebote, wenn er Lust hat. Ist eine Menge Arbeit, deswegen kommt auch dieser Preis zustande. Das ist nicht irgend so ein vorgefertigtes Ding oder Programm, was einfach rausgeballert wird an jeden, sondern da sitzt man auch ein bisschen dran, wie ihr seht. Ja? So viel dazu. Ich dachte, ich schlage dann auch noch mal ganz kurz hier AskFM auf. Ist übrigens ganz cool, so ein. Ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist. 21 zu 9 Bildschirm. Habt ihr gerade gesehen, wenn man Word oder so auf hat, ich weiß gar nicht, wo es jetzt gerade ist, kannst du halt wirklich mehrere Fenster so nebeneinander öffnen und dann die Dateien immer so rüberschieben. Ja? Beim Videoschneiden oder bei Photoshop oder auch bei Textbearbeitung wirklich speziell. Jetzt habe ich AskFM nochmal raufgehauen und wollte hier nochmal ein bisschen kurz durchgehen. Ich mache das hier mal jetzt hier an meinem Arbeitsplatz, hat keinen Bock jetzt irgendwie Lichter aufzubauen und die gute Kamera. Kommt der Shepper-Hoodie auch noch in schwarz, die Frage. Ich weiß, jetzt wird es hier gerade sehr, sehr verkäuflich und finanziell. Ich mache das ja mit dem Philips zusammen, diese Shepper-Dinger. Das ist eigentlich auch nur erstmal so eine Merch-Idee gewesen, dass man da so ein bisschen was Lustiges macht. Wir überlegen mal tatsächlich, was da halt gut gehen würde. Er fragt ja, ob ein Hoodie in schwarz kommt. Tanktops wäre, glaube ich, ganz gut und V-Neck. Also wenn ihr da Bock drauf habt, beziehungsweise schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr feiern würdet, wie man halt diese Shepper-Marke noch ein bisschen ausbauen kann. Was würdet ihr überhaupt tragen, wenn ihr Bock drauf habt, ja? Dann gehe ich runter. Anni fragt: Hey Görki, was hältst du von isometrischem Krafttraining? Ist es sinnvoll, ein paar statische Übungen in sein Training einzubauen, beispielsweise am Ende der passenden Übung oder am Ende der Trainingseinheit? Ja, halte ich sehr viel von isometrischen Trainingen, auch von der isometrischen Muskelspannung, die leider zu wenig beachtet wird. Ich war gerade im McFit, wo ich ja hier mal trainiere in Tempelhof, und es ist manchmal schockierend und grausam, wenn man nach links und rechts guckt. Und ich denke grundlegend, vielen würde es gut tun, wenn sie zumindest mal ein paar YouTube-Videos gucken würden. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen. Dann würde ihnen sehr, sehr viel dabei geholfen sein. Ich sehe immer diese Halbbewegung bei der Brust, ja, immer nur so ganz wenig runter, dann hoch, aber höchstes Gewicht, was geht. Dann sehe ich dieses runterfallen lassen auf die Brust, dieses Bouncen und dann wieder hochdrücken, ja, ohne Spannung. Und dann sehe ich auch, wie die Leute wie so Waschlappen auf der Bank liegen. Und da fehlt natürlich die isometrische Spannung auch nicht nur als Übung, sondern als Grundstart einer Übung sollte man immer diese isometrische Spannung reinbringen. Auch nicht nur bei, ja, nicht nur bei Grundübungen, auch bei normalen Bizeps-Curls, wenn man steht, Bauch anspannen, Grundspannung reinbringen, isometrisch den Körper anspannen, den Bizeps anspannen. Auch wieso viele nicht die Brust merken. Immer auch isometrisch die Brust anspannen vor der Übung. Ganz wichtig, damit es auch richtig reinzwirbelt und brennt. Ich glaube, Anni meinte dieses isometrische Training jetzt hier eher im Zusammenhang von einzelnen Übungen. Es gibt ja, was ist eine isometrische statische Übung? Wäre zum Beispiel Unterarmstütz, wäre sowas, ja? So mit Beinen ranziehen, verschiedene Bauchübungen kann man machen. Und gerade Unterarmstütz ist eigentlich eine sehr essentielle Übung, um das Muskelzusammenspiel sozusagen zu steigern. Es bringt tatsächlich auch nicht nur für Fitnessliebhaber sozusagen was, sondern auch
für Bodybuilder sowas hin und wieder mal reinzubringen, damit wirklich einzelne Muskelpartien, kleine Partien des Körpers zusammenspielen. Macht mal eine Unterarmstütz, ihr habt den kompletten Körper auf Spannung, ja. Von der Schulter bis zu der Wade, bis zu den Oberschenkeln, bis zum Bauch, bis zum unteren Rücken, die Arme natürlich auch. Und dementsprechend ist es eine tolle Übung einfach, um den ganzen Körper mal auf Spannung zu bringen. Und den sollte man natürlich dann auch bei den Grundübungen auf Spannung bringen können. Und wenn halt dieses intermuskuläre Zusammenspiel nicht gegeben ist, weil man sowas nie macht, dann funktioniert es auch bei Grundübungen nicht. Dementsprechend wird man auch nicht stärker, ja. So viel nochmal zum isometrischen Training. Es macht grundlegend wirklich Sinn, das mehr mit einzubauen. So, das wollte ich einfach hier nochmal geklärt haben. In dem Sinne, ja, morgen geht's wieder Görki Uncut Pull Day. Wieder eine geile Kamera am Start. Und das war einfach jetzt nochmal hier so ein kleiner Wochenende-Gruß. Ich bin hier schön am Abgammeln, hab auch noch nicht nach dem Training geduscht. Ich stink dann immer so ein bisschen vor mich hin, so ein Stündchen, und dann denke ich, oh, komm, kannst du mal duschen gehen. McFit finde ich immer so, weißt du, ich gehe da nicht gern duschen, so, ist immer so, ne, da findest du immer so eklige Sachen, Pflaster auf dem Boden und so weiter. Das ist nicht meine Welt, da bin ich dann doch so ein bisschen Gourmet-Görki und sag mir, das brauche ich nicht. So, genug gequatscht, genug gelabert, ich komme mir das schon wieder hoch in der Riegel und, was kann ich euch noch erzählen? Was macht ein Görki denn eigentlich am Wochenende? Also ich gehe eigentlich gar nicht feiern. Also ich bin gar nicht, bin ich zu alt, bin ich raus. So nächsten Tag fertig bis nachts in den Puppen tanzen, das ist nicht meine Welt. Ein Görki ist der sehr privilegiert und guckt dann gleich Fußball, macht sich noch ein schönes Dessert oder so nach dem Riegel. Selbstständig sein, YouTuber sein ist natürlich eine sehr schöne Sache, aber so Sachen wie E-Mails und so, die kommen halt natürlich auch am Wochenende rein oder irgendwelche Aktionen, muss halt weitermachen. Und ja, ich labere hier schon wieder zu viel. Mein Ringlicht kommt da bald auch wieder, dann gibt es auch wieder Übung. Ich gerade irgendwie zu vorführen, ich sehe hier gerade so ein bisschen so. Sieht gut aus, ne? Ja, in dem Sinne, ein schönes Wochenende, Sportsfreunde. Scheppert nicht zu viel und scheppert richtig, ganz wichtig. Euer Görki, das war ein Reim, das war fein.